Hallöchen und wunderschönen guten Tag hier bei eurem German LPK. Heute habe ich für euch Sniper Elite V2 Nazi Zombie Army. Das ist Ende Februar, Anfang März erschienen und es spielt so ein bisschen mit diesem im Dritten Reich vorkommenden Okkultismus. Im Spiel geht es nun genau um solch okkultistische Ausmaße, könnte man sagen. Also es gibt immer wieder so okkultistische Zeichen und komische Ereignisse, die vorkommen. Das Spiel spielt hauptsächlich in Berlin, wobei man am Anfang sich erstmal nach Berlin durchschlagen muss. Und der Spieler, also sprich ihr, seid dann Teil des Bund Widerwillen. Der setzt sich zusammen aus einem Briten, der einen Sniper spielt, einem Russen, der einfach ein normaler Soldat ist, einem deutschen Offizier und einem Wissenschaftler. Der Preis liegt momentan bei 15 Euro für die Steam-Version. Achtung, muss man dazu gleich sagen, aufgrund der vielen Hakenkreuze im Spiel ist das Spiel in Deutschland zunächst natürlich nicht verfügbar. Ist doch klar. Also Leute mit einer deutschen IP haben keinen Zugriff im Steam Store auf dieses Spiel, können es also nicht kaufen. Stattdessen kommen wir mal zur Story. Und es ist so, es gibt am Anfang eine Cutscene, in der Hitler zu sehen ist. Der war ja auch bereits im Hauptspiel kurzzeitig Protagonist. Und er sitzt da unten im Führerbunker und sagt, der Krieg ist nicht vorbei, wir werden niemals aufgeben. Und dann schießt er irgendeinem Offizier in den Kopf. Und die ganze Szene erinnert übrigens ein bisschen an Der Untergang, muss ich ehrlich sagen. Naja, und dann geht's auch gleich los. Also man wird als Spieler direkt ins Gefecht geworfen. Es gibt keine Erklärung, was der Auftrag ist oder was das Ziel ist. Es wird nur immer wieder oben eingeblendet, beeil dich. Und dann läuft man einfach den Weg lang und trifft eben auf Nazi-Zombies, die man dann wie auch immer abknallt. An sich ist es relativ komisch, dass die Nazi-Zombies in Deutschland ihr Unwesen treiben, wenn man sich mal überlegt, dass das ja eigentlich von den Deutschen geschaffen sein müsste. Ja, weil es sind ja Zombies von den Deutschen. Gut, jetzt kann es natürlich sein, dass diese Zombies entweder durch irgendeine okkulte Maßnahme entstanden sind und die kann man nicht kontrollieren, sprich, sie wenden sich auch gegen ihre Schaffer. Oder es ist vielleicht auch so, dass die Alliierten da irgendein Serum versprüht haben, das diese Bürger oder die Soldaten zu diesen Zombies gemacht hat. Das wird am Anfang nicht geklärt. Stattdessen muss man sich eben durch viele Nazi-Horden durchkämpfen und erfährt im Verlauf des Spiels dann, was man eigentlich als Spieler dort tut. Außer Nazis töten natürlich. Die Gegner-KI besteht aus mehreren Charakteren. Es gibt zum einen normale Nazi-Zombies, also es sind meistens normale Wehrmachtssoldaten oder SS-Soldaten. Dann aus Skeletten, die wirklich nur noch Skelette sind und die ein Herz haben, aber die man einfach trotzdem wegballern kann, indem man auf sie zielt. Da muss man also jetzt nicht darauf achten, dass man besonders die Knochen trifft. Da wird nicht unterschieden. Dann gibt es noch Läufer. Das sind also sehr, sehr schnelle Nazi-Zombies, die sich dann vor dich stellen, eine Granate, eine Stielhandgranate nehmen, die in ihren Mund stecken und sich dann in die Luft sprengen und da dann noch blöde lachen. So, dazu gibt es noch so eine Art Zwischenendbosse, würde ich jetzt einfach mal sagen, die besonders viel aushalten. Die laufen dann mit einem fetten MG und die halten wirklich einiges aus, also musst du schon ein paar Kopfschüsse geben, bevor die überhaupt down gehen. Das hat mich schon ein bisschen Zeit gekostet und die verschwinden dann einfach. Wenn du sie besiegt hast, sind die auf einmal unsichtbar, die liegen auch nicht auf dem Boden. So, die Kämpfe laufen eigentlich nach dem Motto, säubere den Platz oder überlebe den Angriff. Das sind eigentlich immer nur Umschreibungen, das ist quasi immer dasselbe. Also es ist wirklich voll ein Gemetzel. Ja, man macht da eigentlich nichts anderes, als entweder den Platz säubern, was dann so aussieht, dass eben schon Nazi-Zombies da sind, die knall ich ab, dann kommen plötzlich aus irgendwelchen Seitentüren nochmal Nazi-Zombies, die knall ich wieder ab, dann ist der Platz leer, steht dann oben, Checkpoint, ja, erreicht. Und dann gibt es halt diese andere Art, überlebe den Angriff. Das ist meistens, nachdem man einen Platz gesäubert hat, ein paar Meter läuft, kommt man dann an irgendeine Stelle, kann dann nochmal kurz seine Waffen wechseln oder Munition nachladen und dann steht dann da, überlebe den Angriff und dann kommt eine Welle, dann kommt noch eine Welle, dann kommt noch eine Welle. Also da seht ihr schon, das ist sehr wellenartig aufgebaut und ich muss ehrlich sagen, das ist extrem ermüdend nach einer Weile. Also ich dachte am Anfang, ja okay, Mission 1, okay, wir haben hier gleich dieses säubere den Platz und überlebe den Angriff, ist ja in Ordnung. Dann mache ich die zweite Mission und es ist genau dasselbe. Ja, also es gibt überhaupt gar keine Abwechslung, das ist schon ein bisschen lame, also muss ich ehrlich sagen. Schon bei der zweiten Mission habe ich mir dann so langsam gedacht, boah ey, muss das jetzt sein? Und vor allen Dingen diese Horden,
werden dann auch immer bekloppter. Also am Anfang kommen die nur aus einer Richtung, denn bei der Mission 2 ist es so, dann kommt eine Welle von vorn, dann eine von links, dann eine von rechts, dann eine von hinten, dann kommen auf einmal von zwei Seiten die und am Ende kommen sie von überall. Also es ist eben wirklich nur eine Klopperei. Das ist schon fast Hack and Slay, würde ich ja beinahe behaupten, ja. So, man selbst ist halt, wie ich schon sagte, dieser Sniper. Verwundert ja auch kaum bei dem Videotitel Sniper Elite V2. Es gibt wieder die Bullet Cam, die aus Teil, also die aus dem Hauptspiel schon bekannt ist. Und da kann man wieder einige nette Kill-Cams haben. Ja, also dann schießt man denen da die Eier weg, den Kopf weg, schießt vier Mann auf einmal weg. Also das kennt man eigentlich vom Hauptspiel, da haben sie nichts geändert. Gameplay-technisch ist das genauso wie beim Hauptspiel. Nur, dass sich das Ganze jetzt mit Zombies abspielt und dass es alles ein bisschen düster ist und dass da Hakenkreuze sind. Und ja, das war's eigentlich. Fazit kann ich also sagen, es ist ein Spiel für zwischendurch. Und hat eine geringe Spiellänge, keine besonders neue, keine besonders innovative Story. Aber ich muss sagen, für den Preis ist es ganz, ganz hart an einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Also man muss schon wirklich voll darauf abfahren, einfach nur wild die Zombies da umzuhauen und wirklich auch überhaupt keinen Sinn für Story haben, keinen Sinn für gute Inszenierung, dann ist das, glaube ich, das richtige Spiel. Wer also einfach mal richtig Dampf ablassen will, dann kann man das vielleicht sich für den Preis holen, wobei ich da wieder einschränken muss, es gibt genug andere Zombie-Survival-Spiele, die meiner Meinung nach deutlich besser sind. Aber wie gesagt, für zwischendurch vielleicht für den einen oder anderen was. Das war meine Intention, ich wollte es einfach mal vorstellen und ja, wir sehen uns dann demnächst zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, ich sag Tschüssikowski. Nein, ich will nicht einer von Knittlers.